Das iPad Air 4 hat sich endlich mal gezeigt. Apple bringt übrigens jetzt eine eigene Suchmaschine heraus und wir bekommen endlich etwas von der Kamera im iPhone 12 zu sehen. Das alles schauen wir uns gleich an nach einem kurzen Spot. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die weiteren Folgen nicht verpasst. Aber erstmal los geht's. Dieses Video wird euch präsentiert von HideMyAssVPN. Viele kennen das doch, egal ob in der Uni, im Café oder am Bahnhof. Überall, wo man sich mit öffentlichen Hotspots verbindet, gibt es Gefahren. Wer weiß, wer schon in demselben Netzwerk verbunden ist und Zugriff auf die Daten bekommt. Mit einem VPN könnt ihr eure IP-Adresse ganz einfach verschleiern und damit nicht nur anonym im Internet surfen, sondern jeder Webseite einen Standort vorgaukeln, an dem ihr euch gar nicht befindet. Das ist dann gut, wenn ihr im Urlaub seid und auf deutsche Mediatheken zugreifen wollt, wie Sky Go zum Beispiel, um die Bundesliga zu schauen. Oder wenn eure Lieblings-Netflix-Serie noch nicht in Deutschland verfügbar ist, könnt ihr mit dem VPN einfach auf die amerikanische Netflix-Seite gehen und dort weiterschauen. HideMyAss ist der stärkste VPN-Anbieter und hat genau für diesen Fall sogar schon optimierte Server am Start, die dann von der Plattform nicht erkannt wird. Verfügbar ist VPN so ziemlich auf jeder Plattform, egal ob Windows, Android, iPhone, iPad oder macOS, sogar euer Android Smart TV und auch den Router kann man damit verbinden und übrigens mit 5 Geräten gleichzeitig nutzen. HideMyAss ist einer der wenigen VPN-Anbieter, der weder eure ursprüngliche IP-Adresse noch sonstige Internetaktivität selbst trackt, noch nicht mal euer Browserverlauf wird gespeichert. Also ein sogenannter Non-Log-VPN. Damit ist man wirklich sicher. Ihr könnt es gerne 7 Tage kostenlos testen oder mit dem Code TECHFLOY20 bekommt ihr auch noch 20% Rabatt aufs Jahresabo. Aber eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt es auch noch, checkt dazu die Videobeschreibung. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Apple News Plus. Meine erste Frage geht eigentlich auch schon an euch da draußen. Ich möchte jetzt mal an dieser Stelle mal von euch genau wissen, was ihr von dieser Videoreihe eigentlich haltet, also von solchen News zu Apple allgemein. Ich möchte jetzt einfach das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, deshalb würde ich einfach gerne mal euch darum bitten, dass ihr einfach gerne mal in die Kommentare schreibt, ob ihr jetzt irgendwie tatsächlich nur am iPhone 12 interessiert seid oder irgendwie auch rund um die Firma Apple, also damit meine ich iPads, AirPods, MacBooks und einfach alles, was rund um Apple einfach so passiert, weil mich das einfach interessiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare und weil dieses Video mache ich eigentlich zum größten Teil für euch, weil mir macht das einfach Spaß, aber ich sollte einfach wissen, ob ihr nur aufs iPhone Lust habt oder der Rest auch. Aber fangen wir einfach gleich mit dem ersten Thema an, nämlich Apples Plan mit einer eigenen Suchmaschine. Zunächst ein wichtiger Disclaimer, denn gerade bei diesem Thema jetzt in dem heutigen Video geht es eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich nichts Handfestes, sondern handelt es sich eher um eine Art Gerüchte, wobei es aber schon auch Anhaltspunkte gibt, die darauf hinweisen. Ich zeige euch mal, welche Suchmaschinen möglich sind, aber mal ehrlich, jeder von euch da draußen und auch ich natürlich benutzt eigentlich nicht mehr eine Suchmaschine, sondern man googelt. Also jeder weiß, was das bedeutet und auch meine Omas und Opas, alle, jeder weiß eigentlich, googeln ist quasi das Synonym für eine Suchmaschine benutzen. Das Problem, das Apple jetzt darin sieht, ist natürlich auch etwas vielschichtig, denn nicht nur macht Google durch iPhone-Nutzer, die über die Google-Suche etwas finden, mächtig viel Geld und mächtig viel Umsatz. Wir reden hier wirklich von phänomenal viel Geld, sondern gewinnt Google auch eine Menge an Daten von uns Nutzer. Und das ist natürlich deutlich mehr wert, weil sie damit eigentlich sehr viel anfangen können. Ich meine, jedes einzelne Wort, was ich jetzt reinschreibe, wenn ich angemeldet bin, wird es ja irgendwie gespeichert und dadurch kann Google auf mich personalisierte Werbung verkaufen oder auch eben ihre eigenen Dienste besser auf mich abstimmen. Das merkt ihr persönlich natürlich jeden Tag, wenn ihr jetzt irgendwie auf YouTube unterwegs seid, wenn ihr YouTube nutzt und irgendwie euch Videos vorgeschlagen werden. Das liegt natürlich auch daran, dass Google durch den Algorithmus einfach lernt, was euch gefällt. Dann sind eben auf euch persönlich die Sachen abgestimmt. Und diesen Markt hat Apple jetzt nicht wirklich verschlafen. Es gibt einfach keine Suchmaschine von denen. Aber eine eigene Suchmaschine auf den Markt zu bringen, könnte jetzt der beste Zeitpunkt sein.
Dadurch würde automatisch natürlich Google wahrscheinlich rausfallen, was mir nicht so gut gefällt, aber Siri würde dadurch auf jeden Fall bessere Ergebnisse liefern. Auch die Verbindung zu Apple Maps wäre natürlich deutlich einfacher und wahrscheinlich wäre das nochmal besser. Aber im Moment sehe ich mich persönlich eigentlich nicht, irgendwie von Google wegzuwechseln. Also ich mag iPhones und jedes Apple-Produkt, die Hardware ist geil, Software bin ich aber dann doch lieber bei Google. Auf absehbare Zeit sehe ich jetzt nicht, dass ich mich irgendwie verändere. Googlen werde ich weiterhin noch. Kommen wir aber zum nächsten Thema, nämlich zum iPhone 12 und beziehungsweise zu der Kamera. John Prosser, mein Lieblingsleaker, wenn man so sagen will, hat nämlich letztens erst ein paar Screenshots gezeigt und zwar vom iPhone 12 Pro Max. Auch schon im letzten Apple News Plus Video habe ich bereits darüber berichtet, dass hier Vorsicht geboten ist, weil es sich hier um eine nicht finale Testversion handelt, eine PVT-Version. Aber darin ist auch deutlich zu erkennen, dass es Verbesserungen im Nachtmodus geben wird. Und eventuell bekommen wir tatsächlich 10-Bit-Farben im Videomodus. Das dürfte die meisten nicht interessieren. Nicht mal dieses YouTube-Video ist mit 10-Bit-Farben kodiert, aber das ist echt etwas für Profis. Wir haben aber bereits in der Vergangenheit darüber berichtet, dass das iPhone 12 Pro nicht, wie zunächst gedacht, eigentlich 4 Linsen haben wird, sondern 3. Aber alles deutet darauf hin, dass es im iPhone 12 Pro eine LiDAR-Linse gebaut wird. Wie gut es sein kann oder was man damit machen kann, sieht man schon am aktuellen iPad Pro. Also zur Erklärung, Android-Smartphones, die mit Time-of-Flight-Sensoren Aufnahmen erstellen, können einfach ihre Porträtaufnahmen so gut machen, weil sie eben, wie beim LiDAR-Sensor übrigens auch, Infrarotlicht nutzen, um den Abstand zu einem Objekt zu berechnen. Dadurch wird dann einfach das, was man im Vordergrund hat, meistens die Menschen oder im Porträtbild, schön scharf und der Hintergrund wird einfach schön unscharf, weil man den Abstand ja berechnet hat. Doch im Vergleich zum normalen Infrarotlicht, wie bei Android, ist eben der LiDAR-Sensor um ein Vielfaches detaillierter, wie man jetzt hier schön sehen kann. Also im Vergleich zu dem einfachen Licht bei Android gibt es einfach viel mehr Lichtpunkte beim LiDAR-Sensor. Dadurch werden natürlich die Porträtaufnahmen einfach nochmal extrem und deutlich viel krasser beim iPhone 12 Pro. Und da bin ich echt mal gespannt, weil ich glaube, dass sie das sehr gut umsetzen können. Und das alleine ist ja eigentlich auch schon ein Kaufargument für das neue iPhone. Ich möchte aber in diesem Video übrigens nicht auf die Specs eingehen, die jetzt hier im Umlauf übrigens auch sind. Ich blende es mal ganz kurz ein, aber da heißt es wohl aktuell gerade, dass das nicht ganz so stimmt, sondern dass es eher gefotoshoppt sein soll. Deswegen lasse ich das einfach mal unkommentiert stehen. Was aber auf keinen Fall gefotoshoppt ist oder was nicht gefotoshoppt wurde, ist diese Bedienungsanleitung von dem neuen iPad Air 4. Es scheint nun so, dass der Home-Button verschwunden ist, denn davon ist hier einfach nichts zu sehen. Und gleichzeitig ist hier aber auch keine Abbildung für eine Face-ID. Die Kamera zu sehen. Dazu habe ich jetzt diese Animation noch gefunden, die eben zeigt, dass Touch-ID eventuell im Power-Button integriert werden könnte. Das Ganze sieht wirklich total spannend aus und auch weil die Display-Render deutlich kleiner werden. Es soll so zwischen 10,5 und 11 Zoll groß sein und man munkelt sogar, dass das iPad Air 4 einen USB-C-Anschluss bekommen soll. Durch den Smart Connector-Anschluss ist wohl auch die Möglichkeit jetzt da für eine ordentliche Tastatur jetzt einfach gegeben. Dadurch ist es jetzt schon, naja, man kann schon sagen, dadurch ist es einfach mehr als nur ein iPad fürs Sofa, sondern kann man eben wie bei einem iPad Pro richtig produktiv arbeiten. Also das ist schon eine News, die mir sehr gut gefällt, weil erfahrungsgemäß einfach ein iPad Air 4 oder ein iPad Air generell etwas günstiger zu haben ist. Und dann möchte ich auch das Video ganz schnell beenden, denn es gibt noch ein paar weitere News, aber da brauche ich noch ein bisschen mehr Recherche, bevor ich sie an euch posaune. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge Apple News Plus. Und dann sage ich nochmal Dankeschön, bis zum nächsten Mal. See ya. Boah, auch nicht so gesund. Boah.